Eltern von Wien, dann weiß das jeder. Was denn im Viertel? Ich denke mal die Ujo. Steht irgendwann im Biskat. Mein Gott, das wäre doch hart. Unsere junge Kaiserin weint den ganzen Tag. Sie ist nicht mehr, seit sie ihr Kind verloren hat. Schwanger ist sie wohl auch. Sie zeigt nicht mehr den Bauch. Solange wären wir schon den Rang für den Thron. Im Zirkus Renz war sie neulich zu Gast. Der Mutter des Kaisers hat gar nicht gefasst. Lach und Mensch schon. Hocken da, denken an alle Tempo, schlagen die Zeit und Tag ein, Tag aus. Wieder ein Jahr vorbei, das ist mir ein Moment. Wir haben ein Konkordat, er spielt heute mit mir Skat. Unser junger Kaiser zeigt nicht mehr Geschick, jedenfalls nicht in der Politik. Ja, ein Gehör! Der letzte Krieg um die Krim hat uns neutralisiert. Und jetzt ist Österreich politisch ganz isoliert. Frankreich, Hitler, Russland stehen in einer Front. Und jetzt gibt es Krieg mit ihr Wort. Lach und Mensch, wir sitzen im Kaffeehaus rum und erwarten gegen die Apokalypse. Diesmal war sein Sohn, wer hätte es geglaubt? Und hab ihn auf ein Gleis der Mutter geraubt. Ich habe erfahren, sie mag die Makian. Denn sie lieber an, sie mag die Frau. Sie ist eine sehr gute Frau. Lamp und Mensch, gut für die Apokalypse. Als Dolph zur Welt kam, hatte die Mutter im Wochenbett eine schreckliche Vision. Sie sah rote Fahnen, Massen von Menschen am Ballhausplatz mit Fäusten, die sie bedroht. Sie sah Barrikaden. Den eigenen Sohn als Führer der Revolution!